Die Rotel RSP 1576 wird jetzt von mir sanft aufgeweckt, um in die Schule zu gehen. Und zwar muss das Gerät nachsitzen zum zweiten Mal. Wir hatten ja schon mal eine Ehrenrunde gedreht, wo es darum ging, wir gucken mal, ob jetzt mittlerweile Bildprobleme behoben sind mit JVC-Projektoren. Dem war nicht der Fall. Jetzt gibt es die Softwareversion 3.08, die komischerweise zwar als Minor, also als nebensächliches Update getan ist, aber just genau das auflistet, was ich mir die ganze Zeit von dem Gerät erhoffe. Ich schnappe mir jetzt die Vorstufe, gehe damit in unser Teststudio und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir gucken, ob Rotel jetzt das Produkt rund bekommen hat und problemlos läuft. Ja, dann wecken wir mal die Vorstufe aus dem Dornröschenschlaf. Ich habe jetzt hier mal ganz basic 5.1 Setup installiert und jetzt hier oben, ich glaube, den sehen Sie jetzt nicht von der Kamera, den Kaleidoscape Strato dran gehängt. Eines der Geräte, mit dem es zusammen mit dem NZ7 richtig übel geknirscht hat. Ich verweise da auf das entsprechende Video der letzten großen Firmware-Version. Und dann gucken wir mal jetzt nochmal kurz den alten Stand an, dass wir uns wirklich vergewissern, wo ist das Problem. Und da bin ich mal gespannt, ob der USB-Stick, den ich gerade nicht finde, der lag hier irgendwo, stellen Sie sich jetzt bitte den USB-Stick, da liegt er, ob dieser USB-Stick hier, zack, ob der jetzt alles ändert, weil man sieht es hier, er erkennt nur Filme in HD, nicht in HDR. Dementsprechend habe ich ähnliche Probleme gehabt mit diversen Blu-ray-Playern, die er dann auch immer nur als 2K erkannt, da spricht dann irgendein HDCP-Thema. D-Rack habe ich auch noch mal zum Spaß frisch eingemessen, ganz simpel, hier für das 5.1 Kino. Und da sieht man schon eine Änderung gegenüber der Release-Firmware, dass er nämlich mittlerweile, wenn man D-Rack auswählt als Slot, die Speaker-Distance nicht mehr manuell nachstellen kann, wohl aber hier noch den Speaker-Level. Ich verweise deswegen drauf, weil ich einerseits manche Rückfragen bekomme, andererseits wollen wir mal testen, ob das mit der aktuellsten 3.08er auch noch so bleibt. Denn ich habe da andersweitiges gehört. Hier nochmal kurz Input-Setup. Hier der D-Rack-Test von mir, den ich hier vorbereitet habe. Wenn ich den jetzt auf Disabled stelle, dann können wir hier die Speaker-Distance einstellen. So viel mal zur grauen Theorie. Jetzt kommen wir zum Highlight des Videos. Dem USB-Stick, der für Rotel-Kunden mit JVC und Optoma Beamer die Welt verändern soll. Ich bin gespannt, ob er es wirklich tut. Wir gehen in das System Setup und sagen dann bei Software Information, er soll es prüfen. Und wir sehen uns in 80% wieder. Eieieiei, jetzt war ich in Takten zu langsam. Ich habe es verpasst. Das Gerät scheint wohl jetzt fertig gewesen zu sein. Nehme ich mal stark an. Gucken wir mal, was er uns sagt. Update scheint auf jeden Fall mal durch zu sein. Ich habe ihn hochlaufen sehen, aber war nicht dabei, als er aufgewacht ist und gerebootet hat. System Setup, Software Information 3.08. Wunderbar. Dann, hier im Hintergrund lief jetzt gerade Apple TV. Das war bislang nicht das Problem, sondern hier oben der Kaleidoscape Strato. Stellvertretend genauso gut auch ein Panasonic 9004 und andere Blu-ray-Player. Und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt ein HDR-Symbol hier für die 4K-Filme oder ob wir die 4K-Filme sehen. Nein, dem ist nicht so. Seufz. Ich schalte das Gerät nochmal aus und wieder ein und dann gucken wir mal, ob es sich verbessert hat. Lustig ist ja auch, dass Rotel dieses Software-Update als UHD, stopp mal, da oben ist eine UHD, hier, aber das ist bloß so eine Demo. Nichts mit HDR, der hat immer noch aus meinem Blickwinkel dasselbe Problem. Sehr frustrierend. Echt ein Jammer. Klar, jetzt kann man natürlich hergehen und machen wir gleich im Fazit, was das bedeutet.
Was wollte ich denn jetzt? Wir wollten was gucken wegen Dirac. Also wir gehen jetzt hier auf Dirac und sagen Dirac Test 1. Gut, Speaker Distance bleibt ausgegraut, Speaker Level. Wo ist das Menü hin? Aber wenn nicht gerade das Menü verschwindet. Irgendwie das mit Surround Left, das scheint mir jetzt nicht valide. 0 Dezibel, aber gut. Muss jetzt nicht heißen. Da doch, Kabel ist länger. Also, ja. Okay, also Pegel kann man noch ändern. Subwoofer Distance war schon vorher geblockt. Und mein Kaleidoscape Strato / Ihren Blu-ray Player will das Gerät nach wie vor nicht. Jetzt haben wir noch mal einen Test. Wir schalten das Ding mal hart aus. Und das gleiche mache ich jetzt auch mal hier mit dem Kaleidoscape. Auf eine unsanfte Art. Bitte nicht nachmachen. Das Thema hatten wir schon im letzten Rotel-Video. Wollen wir es mal ganz sicher machen, auch mal den Beamer abschauen. Komm, ist ein Laserbeamer. Wir haben ja die Zeit. Ich schalte dann den Beamer zuerst ein, dann den Rotel Vorverstärker und dann den Kaleidoscape Strato. Und dann schauen wir mal. So, der hat ausgeblinkt. Es geht beim Laserbeamer zum Glück sehr flott. Einer der zugegebenen wenigen Vorteile von einem NZ7 in Relation zu einem NP5. Das Gerät ist ja gut, ich finde nur einfach einen Tacken zu teuer. In Relation zum NP5. Zur UVP von 11.000. So. Ich glaube, jetzt war ich mit dem Strato etwas zu schnell, aber egal. Das sollte auch so mal gehen. Das ist die ideale Gelegenheit für Werbung. Wenn Sie ein Gerät mit Dirac bei uns kaufen, dann kriegen Sie ein extra Bonusvideo von uns, wo ich Ihnen 90 Minuten Tipps und Tricks zeige, wie Sie es maximal rauszuholen, was man bei einer Dirac-Einmessung alles so beachten kann. Gilt in dem Fall auch für die Kunden, die ein Rotel kaufen, aber erstmal müssen wir an der Hürde voran, dass das Gerät mal richtig funktionieren muss mit den ganzen Geräten. Ich bin da offen gestanden gerade nicht so optimistisch, dass wir jetzt hier Grund zur Freude haben, aber wir möchten es zumindest probieren. Also wie gesagt, selbst wenn Sie kein Kaleidoscape haben, das gleiche Problem wie hier hatte ich auch mit Blu-ray-Playern. Da haben wir nur gerade keine mehr in der Demo. Wir arbeiten komplett mit Servern. Aber bum, 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 bum. Gleich müsste was kommen. Außer Sie gucken nur Apple TV, weil komischerweise das funktioniert. Dürfte bei manchen Leuten sogar schon fast ausreichen. Fast schon auch für mich privat, weil wenn ich was anschaue, bin ich gerade voll im Serienmodus, was man sich halt über Netflix und Co. anschaut. Wieso kriegen wir jetzt kein Bild? Super. Wir hatten doch gerade eins. Also nochmal Video 2. Da hängt Apple TV dran. Da kann ich Ihnen zeigen, genau wie vorher auch. Ja, hier LAX, da kommt gerade hier Formula One auf Netflix. Ja. Läuft. Jetzt gehen wir nochmal auf den Strato. Will er mit uns spielen? Das schon, aber nur in 2K. Also an der Stelle breche ich mal wieder ab. Auch die Version 3.0.8 behebt noch nicht die Probleme, die mir gerade im Weg stehen. Und Ihnen potenziell auch. Ich werfe jetzt nochmal einen Nachtrag rein. Und zwar habe ich hier nochmal etwas getestet. Und nein, es bleibt bei den Befunden, was das Bild betrifft. Ich zeige Ihnen gleich hier was in HD. 4K geht ja nicht. Ich konnte auch mein MacBook hier nicht gescheit anschließen. Ich habe aber noch was gefunden und zwar diesmal Richtung Audio. Wenn ich hier in den Speaker-Level-Setup-Modus reingehe, dann kann ich hier vieles einstellen. Ich mache jetzt mal einen Test mit Ihnen. Stelle jetzt den Center-Speaker komplett hoch, alle anderen Lautsprecher komplett runter. Man sieht schon hier, dass er auch erratisch arbeitet, weil den Front Right zum Beispiel kriege ich bloß auf minus 14.8, Surround Right minus 10, Surround Left auch minus 10. Subwoofer stellen wir auch mal runter. Das hat mit den Vorgabewerten von Dirac zu tun. Und so, das ist jetzt, möchte ich mal ein Extrembeispiel testen. Überall
Minimum eingestellt. Wir gehen raus. Und jetzt haben wir gleich zwei weitere Effekte. Aussetzer. On the count of three. Hold tight. Also hier kommt relativ viel raus. Okay, also das ist jetzt nicht sinnvoll, hier das Mikrofon einzufangen. Aber Fakt ist, lange Rede kurzer Sinn, die Pegeleinstellungen, die man hier, fast wäre ich über das Kabel. Die Pegeleinstellung, die wir in dem Menü machen, werden nicht mitberechnet. Und ich kann sie auch nicht gegenchecken, weil ich mit dem Notebook auch nicht drankomme. Und wir haben Tonaussetzer. Wir können jetzt auch mal kurz zusammen checken. Und das ist jetzt wirklich nur eine simple 5.1-Config. Jetzt noch nichts mit Dolby Atmos und Co. Ich glaube, das war gerade DTS. Wir können jetzt noch mal zusammen checken, ob wir bei Dolby die gleiche Situation haben. Auch von dem Film war ich enttäuscht. Als die Netflix-Serie viel besser. Aber gut. Soll uns jetzt nicht thematisieren. Also, Film läuft, auch DTS. Jetzt können wir mal wenigstens kurz gucken, ob wir hier auch wieder Tonaussetzer haben. Nein? Doch. Inklusive Bildaussetzer sogar. Ich habe gerade nur die Lautstärke eingestellt. Wunderbar. Also ich habe die Surround-Lautsprecher von hier hinten auch wieder relativ laut gehört. Eigentlich sollte der Sender Speaker 20 Dezibel, waren 20, lauter sein. Hier, nehmen wir den mag ich sowieso auch. Der müsste ebenfalls Dolby haben. Das Fazit, was gleich kommt. Okay, wir merken schon jetzt nach einer Sekunde Tonaussetzer. Ich glaube, wenn ich es jetzt länger laufen lasse, beschwert sich, dann passiert es. Wollte ich sagen, dann beschwert sich wahrscheinlich YouTube wegen dem Upload-Filter aufgrund der Musikerkennung, aber die Rotel hat sowieso so viel Tonaussetzer, dass da wahrscheinlich keine Gefahr besteht. Das ist auch DTS-HD. Bin ich jetzt DSP-Bypass? Ach, stopp mal, das ist jetzt der Default. Haben wir jetzt... Was ohne Musik. Sabina Carnada y Aparejos. Und Spanischunterricht. Mhm. Keine Tonaussetzer. Das ist ein Wunschdenken. Okay. Como su alcalde, recomiendo dejar el enlatado de sardinas en el pasado y mirar al futuro. Ja. Turismo de sardinas. Auch hier das gleiche Thema. Wir haben Tonaussetzer und wir haben total easy nachvollziehbar immer noch den gleichen Pegel auf allen Lautsprechern. Das ist die Situation der Rotel RSP1576, auch mit der Firmware 308. Normalerweise bin ich am Ende von so einem Video beim Fazit meistens gelöst, bester Laune, weil ich mit dem Produkt Freundschaft geschlossen habe. Meistens stellen wir ja wirklich nur richtig gute Produkte vor. Aber Sie merken jetzt, wohin schon die Reise geht. Ich bin frustriert und ich habe die Nase voll. Aber wir möchten das jetzt hier professionell machen, deswegen probiere ich jetzt mal hier möglichst sachlich zu sein. Sie haben gerade gesehen, HDMI-mäßig funktioniert nicht das, was das Update verspricht. Ich verstehe nicht, warum das Update als Minor Update tituliert ist. Und es ist schade, dass nicht näher ausgeführt wird in den Informationen zum Update, mit welchen JVC-Projektoren welche Probleme genau behoben werden. Ich kann jetzt nur attestieren, in meiner Umgebung hat es leider nicht funktioniert. Auch wenn ich jetzt darauf verzichtet habe, wieder dieselbe Litanei zu machen wie schon beim letzten Update-Test mit diversen Blu-ray-Playern, mit diversen Kabeln, mit verschiedenen Beamern. Ich habe jetzt eine Konstellation rausgepickt, die ging jetzt schon wieder nicht. Und das frustriert. Aber ja gut, ich habe jetzt bei dem Gerät zum ersten Mal eine kleine Moderationskarte vorbereitet, um einfach ein paar Gedankenstützen zu haben, wo Rotel hier ansetzen muss. Und das Traurige ist,
Es gibt so viele Probleme mit dem Gerät. Und jedes andere Gerät hätte ich wahrscheinlich schon gedanklich längst abgeschrieben. Aber bei der Rotel 1576 haben wir, obwohl der Preis deutlich höher ist wie beim Vorgängergerät und jetzt nochmal um 200 Euro hoch ist vor ein paar Monaten, den Klang Preis-Leistungskracher auf dem Markt schlechthin. Sie können selbst eine Anthem AVM70 nehmen. Klar, die spielt wärmer als eine Rotel, die eher ins Neutrale, von mir aus auch analytische, abdriftet. Aber wenn ich mir anschaue, was hier an Auflösung rauskommt, also an Durchdetaillierung, an Klanglosleistung, an Dynamik, an Lebendigkeit, ist das ganz klar die Referenz in der Preisklasse bis 5.000 Euro. Da kommt keine Marantz AV8805A hin, keine Arkham AV40, keine Anthem AVM70, keine Yamaha CXA5200. Natürlich kann man immer mit Geschmack und Lautsprecherkonstellation was anderes besser finden, aber aus meinem Hörempfinden ist die reine Klanggüte hier in der Preisklasse. Alle anderen sind irgendwo hier. Und das kombiniert mit D-Rack ist eigentlich ein Volltreffer mit Ansage. Und Rotel hat es trotzdem geschafft, das Schiff zu versenken, weil es rings um diese wirklich gut funktionierende, ich sage es mal, Klangachse, guter Grundklang, gutes Raumeinmesssystem, so viele Probleme gibt. HDMI haben wir gerade gesehen, mit D-Rack haben wir das Kanalpegelproblem. Und dann geht's weiter. Mein Hauptproblem in der Praxis: Es gibt keine Klangregler. Ich finde, es sollte bei jedem Gerät Standard sein, dass man sich Höhen und Bass regeln kann. Wenn Sie jetzt einen alten Actionkracher anschauen, nehmen wir zum Beispiel Con Air oder Armageddon. Die Filme waren damals so ein bisschen metallischer abgestimmt. Und man guckt den sich abends an, vielleicht jetzt nicht ganz so laut. Da dreht man doch gern mal ein bisschen Bass nach. Wie so eine Lautnisregelung, die es ja zum Beispiel bei Yamaha mit dem IPAO gibt. Oder Odyssey Dynamic Volume. Auch wenn ich die beiden Funktionen furchtbar und grausam finde. Aber die Grundidee macht Sinn. Ich finde es halt einfach besser, sich das dann selber mit Klangreglern einzustellen. Gibt es hier nicht. Wieso? Ich vermute, es erklärt mir auch die Probleme, die wir haben, dass die Leute bei Rotel das Produkt entwickeln, keine Heimkinoleute sind, die das Ding nie selber in ihren eigenen Heimkinos hören, sofern sie welche haben. Das haben Stereo-Menschen mit einem guten Gehör entwickelt, vermute ich jetzt einfach mal. Die haben hier Stereo angeschlossen, haben vielleicht auch nicht die Surround-Kanäle mitgemessen und dann waren die zufrieden. Sonst kann ich mir nicht erklären, wie man allein so ein Mikrofon mitliefern kann mit so einem kleinen USB-Kabel. Klar, ist jetzt heute nicht das Thema, es geht um das Update. Aber wenn man einen Schritt nach vorne macht, dann danach sind es drei Schritte nach hinten, weil danach das Bild doch nicht funktioniert und wir haben Direct-Probleme. Wir haben nach wie vor keine Klangregler. Wir haben nach wie vor nicht die parametrischen Equalizer, die es in der MK1 gab. Wir haben Probleme mit ARC. Oben in unserem Mini-Studio, da habe ich den Vollverstärkerbruder, den RAP 1580. Hat mir jetzt neulich Hochtöner geschossen, weil er im Zusammenspiel mit dem Sony-Fernseher jedes Mal infernalische Geräusche loslässt. Wenn man umschaltet oder wegschaltet oder das Gerät mal keine Lust hat, das geht nicht. Ich hatte auch Kunden, die haben das Gerät reklamiert, den 1576er hier, weil die Trigger, einmal geben sie das Signal aus, dann sind sie kurz wieder an, dann sind sie wieder aus, die Endstufen ploppen die ganze Zeit rum. Das sind Fehler, die kann so ein Produkt am Anfang einer Markteinführung durchaus mal haben. Aber das Teil ist jetzt schon über ein Jahr auf dem Markt. Und ich habe es mir hier notiert, im März 2019, das ist jetzt über 3 Jahre her, schon bei der MK1 reklamiert, dass es nicht mit JVC-Projektoren flüssig zusammenläuft. Ich habe das beim Launch der MK2 im Video moniert. Ich habe es im März 2021 nochmal an den deutschen Vertrieb gemeldet. Und den Vertrieb möchte ich von meiner Kritik ausnehmen. Der gibt das ja an Rotel weiter und ist auch auf den Hersteller angewiesen. Es kam de facto nada von Rotel über den Vertrieb an mich zurück. Geschweige denn, dass direkt jemand von Rotel zu den Punkten irgendwie Stellung bezogen hat. Das ist dasselbe Problem mit einem anderen AV-Receiver, wo ich auch Probleme hatte mit D-Rack. Auch da ist vom Hersteller nichts Konstruktives oder Analysierendes gekommen. Rein theoretisch kann es ja sein, ich mache irgendwas falsch. Edit-Einstellung vom Projektor habe ich alle durchgetestet. Vielleicht, keine Ahnung, geht es mit einem amerikanischen JVC-Projektor oder irgendwie ein Spezialkabel oder es ist die Kabellänge. Ich habe alles probiert. Es kann immer noch sein, dass ich irgendeine Variable nicht im Kopf habe. Aber es kam schlichtweg bis jetzt
kein Support von Rothe und wir sind Händler. Und wir wollen, wir müssen und wollen das Produkt auch für Sie als unsere Kunden als eigentlich als 100% Produkt verkaufen. Aber sind wir ganz ehrlich, das geht heutzutage nicht. Nicht mal mit Produkten, die so ausgereift sind wie eine Profi-Vorstufe. Sage ich jedem Kunden ganz klar, 100% Zuverlässigkeit, Funktionalität kriegen die Hersteller nicht hin. Aber ich muss sehen, dass es ein vernünftiges Niveau hat und das haben wir hier momentan nicht. Deswegen nehmen wir mit sofortiger Wirkung die Vorstufe und den Vollverstärker aus dem Sofortlieferprogramm raus. Ich lasse mir ein Gerät da und checke mal, ob es zukünftig besser wird. Die Rothel ist es wert, darauf zu warten und zu gucken, ob sie irgendwann aufblüht mit einer besseren Firmware. Im Übrigen lohnt es sich, unseren Kanal zu abonnieren, dann kriegen Sie mit, wenn es hier dann doch vielleicht mal weitergeht. Wenn vielleicht auch dieses Video dafür sorgt, auch wenn es nicht meine Intention ist, jetzt hier das Gerät am Ring durch die Manege zu ziehen, aber wenn vielleicht dadurch Druck entsteht oder eine Sensibilisierung generiert wird, dass man nicht so mit Händlern oder auch mit Endkunden umgehen kann und so ein Gerät einfach richtig gepflegt werden muss. Man muss das ernst nehmen und das ist hier einfach ein ganz großes Thema bei der Rothe. Man kann natürlich auch jetzt hergehen und sagen, es ist ein super Klang. Es kostet zwar jetzt ein bisschen mehr nach den letzten Preiserhöhungen, aber es ist immer noch in Relation zum Klang ein Schnäppchen. D-Rack ist eine tolle Sache und man arbeitet um die Probleme drumherum. Das geht theoretisch. Das müsste dann so aussehen, dass Sie sich zum Beispiel einen Lumagen Radiance Pro Videoscaler kaufen, über den die ganzen Signalquellen handeln und dann nur noch jeweils das Tonsignal in die Rothe geben. In der Hoffnung, Sie haben nicht die Tonaussetzer wie wir gerade eben. Und wenn Sie dann kein ARC brauchen und selber ein anderes Messmikrofon haben, was dabei ist und dem Gerät verzeihen, wenn es hin und wieder mal ein bisschen Schluck aufhaben sollte, dann ist das für Sie womöglich ein Gerät, welches dann trotz der momentanen Probleme, die ich sehe, Sinn macht. Ansonsten steckt noch viel Potenzial, welches darauf wartet, beim nächsten Nachsitzen, beim nächsten Mal, wenn wir gucken, was mit dem Firmware-Update los ist, müssen wir gucken, was dann im Gerät wachgeküsst wird, ob es dann endlich versetzt wird in die nächste Schulklasse, / wieder zurück in unseren Online-Shop oder auch wieder in Ihr Heimkino. Wir bleiben gespannt, solange bieten wir halt von Rothe erstmal nur die Endstufen an, die sind klasse, also gerade die 1555 preis-leistungstechnisch neben der Yamaha MXA 5200, das Highlight, ehrliche Wattangaben, großer Dämpfungsfaktor, superber Klang. Man braucht auch nicht unbedingt XLR bei einer Vor- oder Endstufe, damit das Ganze gut klingt. Das beweisen die Geräte vorzüglich. Vielleicht geht es ja mit der auch irgendwann weiter. Sie ist auf jeden Fall so gut, als dass ich noch ein bisschen Geduld habe, aber ich möchte Sie erstmal ein bisschen davor in Kenntnis setzen, wo hier die Probleme liegen und dann hoffe ich, ich kann schon bald bessere Kunde hier übermitteln. Bis bald. Tschüss.